in der Christophoruskirche im Weimarer Stadtteil Tiefurt. Mein Name ist Svenja Reis. Ich studiere seit diesem Semester an der Musikhochschule in Weimar Kirchenmusik und darf Ihnen heute die Tiefurter Kirche und ihre Orgel etwas genauer vorstellen. Die barock eingerichtete Kirche erhielt im Jahr 1740 eine erste Orgel. An dieser Orgel wirkte unter anderem Alexander Wilhelm Gottschalk als Organist, aber auch Franz Liszt oder Johann Wolfgang von Goethe nahmen gern die Fahrt nach Tiefurt auf sich, um an diesem Instrument zu spielen bzw. es zu hören. Heute finden wir allerdings ein anderes Instrument in dieser Kirche. Diese pneumatische Orgel wurde 1908 von dem Weimarer Orgelbauer Emil Herwagen erbaut und ein Jahr später von Friedrich Wilhelm Böttcher erweitert, sodass wir heute 16 Register verteilt auf zwei Manuale und das Pedal vorfinden. Gleich werden Sie eine Auswahl davon hören, und zwar die Flöte 8 Fuß im ersten Manual, die Eodina 8 Fuß im zweiten Manual und den Suppas 16 Fuß im Pedal. Denn mit dem Abendfriede von Josef Gabriel Rheinberger möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.